Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte ja das Unboxing von Temu gemacht. Und hier sind die beiden Speicherkarten. Und ich würde sagen, wir testen jetzt erstmal die silberne. Ich habe mir dafür hier H2 Test runtergeladen. Die sind auch noch original verpackt, also ich muss die jetzt hier irgendwie aufmachen. Also hier ist ja eine Bruchkante, hier ist keine Bruchkante. Ich reiße das jetzt, ach doch, ja, an gleichen Stelle. Ich reiße das jetzt einfach auf hier. So. Da ist sie. Und wie gesagt, auch noch nicht irgendwie ausgepackt oder sonst irgendwas dergleichen. Ich mache mal ein bisschen mehr Licht. Machen wir auf 20%. Ich muss ja auch erstmal gucken, was hier aufgeht. Nicht für kleine, dicke Hände. Ich muss mal hier, sieht jetzt ein bisschen doof aus vom Licht her, aber ich muss gucken, wo ich hier. Irgendwie das hier aufkriege. Aber kein Anfang. Ich finde tatsächlich keinen Anfang. Dann müssen wir etwas Gerät benutzen. Ich habe nur Angst, mir wieder in die Pfoten zu schneiden. Weil ich sehe hier echt keinen. Oder bin ich nur zu blöde? Ach hier, warte mal. Wenn ich das hier wegdrücke, kann man das dann auch aufmachen? Wie so eine Schublade? Nee. Kannst du okay erzählen. Kriegst du SD-Karte nicht auf oder was? Jetzt habe ich hier was gefunden. Zack. Jetzt konnte ich drunter hebeln. Jetzt habe ich es abgekriegt. Ja, Kruzifix aber auch. So, meine nehmen wir raus. So, die ist jetzt versenkt. Ist drinne. Sollte diese hier sein? Nee. Ah, da ist er jetzt. Beim ersten Mal nicht angenommen. So, da bin ich mal gespannt. Da ist er. Apo. Es sind wirklich nur MB. So, testen wir jetzt einfach mal. Deutsch. Ziel wählen.
dieser Computer. Apo, okay. MB. Achtung, es werden. Ja. Ah, die wird auch schon hier richtig erkannt. In der Zeit können wir ja mal die andere aufmachen, die goldene. Ja, mit 400 Nord MB, da brauchen wir jetzt ja. Halber Gigabyte. Gut. Dann steht das wohl doch richtig bei Temu drin. Und die Bilder da drunter waren dann halt unglücklich gewählt oder keine Ahnung. Oder vielleicht haben sie ja mal auch mehr verkauft, also mit größeren Gigabyte-Zahlen und die sind jetzt nicht mehr da und hätte mich auch überrascht für so wenig. Aber es sieht gut aus. Alles so wie beschrieben. Schade. Aber insgeheim habe ich ja noch gehofft, dass da irgendwie doch ein kleiner Fehler mit bei ist, muss ich sagen. So, Achtung, nur 478 von 479 MB getestet. Fertig, kein Fehler aufgetreten. Sie können. Okay. Okay. Gut. Dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal wo ist denn hier das? Achso, da oben. So. Da drauf. Dann kann man das weglegen. So, er hat schon erkannt. Wechseldatenträger J. Wir machen das mal sicherheitshalber aus. Auch wieder. MB. So. Ziel auswählen. Wo wollte ich denn jetzt hin? Achso, ja, zu PC wollte ich. Und J. Okay. Selbst hier erkennt er wieder. Schreiben, prüfen. Ja. Auch hier sieht es alles ganz gut aus. Also es funktioniert. Schade. Schade, 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 schade. Also nichts mit ein bisschen Schnäppchen. Einfach mal geguckt und ein bisschen mehr abgegriffen. Nein. Das, was da steht beim Bestellen, ist auch drin.
Aber hätte ja sein können. Bei den USB-Sticks, die ich mir bestellt habe, die haben auch alle das erfüllt, was sie sollen. Da hatten wir ja damals schon mal einen Test gemacht. Bloß das von den, wo hier dieses Wackel-Icon drauf ist, ja. Da hatte ich zwei, die etwas langsam waren. Die habe ich dann ausgetauscht, also habe ich fürs Autoradio, für Musik genommen. Und die habe ich dann ausgetauscht mit zwei anderen. Und gleiche Musik drauf, gleich viel, waren irgendwie in der 16, 17 Gigabyte oder so. Und da läuft es ohne Probleme. Und bei den beiden davor, obwohl da war nur der eine, der Orangene, der hatte nur Probleme gemacht. Wenn ich den benutzt habe, der hat Musik gespielt, alles kein Problem. Aber wenn du mehrere Lieder vorwärts gemacht hast, dann sagen wir mal, du bist jetzt bei einem Album mit 25 Tracks, du bist bei Track 2 und sippst dann einfach mal so durch bis zum nächsten Album, weil am Lenkrad kann ich nicht nächste Album sagen, da kann ich einfach nur die Lieder vormachen. Und dann machst du da die 23 Lieder weiter, dass er dann wieder dann was anderes dasteht mit 01, also für den nächsten Track. Und dass du dann das nächste Album hast. Da braucht er dann ein bisschen Zeit, um sich da zu fangen und bis das dann abspielt. Das ist mit den Sticks danach dann ein bisschen besser gelaufen. Da ist es schneller gelaufen. Aber naja, dafür haben sie ja nur ein paar Cent gekostet. Und die aus Metall, die waren schnell. Die habe ich, aber die sind mir zu schade fürs Auto, ehrlich gesagt. Die habe ich eher dann für wenn ich hier Daten irgendwo kopieren muss oder was weiß ich, weil ich gar keinen Drucker habe. Dafür nehme ich die. Ich lasse doch extra so laufen, damit es nicht heißt, ja, du hast da irgendwie verschönt, du hast irgendwie das was geschnitten oder was weiß ich. Bei 512 MB, da kann man das mal durchlaufen lassen. Bei 64 GB würde ich das jetzt auch nicht durchlaufen lassen. Oder 8 GB oder was weiß ich, weil das einfach viel zu lange dauert. Aber jetzt macht er schon. Jetzt ist es am Ende. 78 von 79 getestet. So wie beim anderen auch. Ganz normal. Ja, der ist ein bisschen langsamer, würde ich sagen, oder? Im Zwischenlager kopieren. Der andere hat auch mit 5, noch was gemacht. Also 2, noch was. Also das andere möchte ich sagen, überprüfen wir jetzt nochmal kurz. Also nicht komplett, aber halt. Normalerweise sind die goldenen ja die schnellen. Aber ich möchte mich daran erinnert haben, dass hier bei der silbernen eine höhere Geschwindigkeit war beim Überprüfen. Und das lässt ja mal drauf schließen. Achso, auf der ist er drauf. Siehst du, können wir da rein. Editor.
Rechner. Ach, die ist jetzt doch komplett voll. Müsste man die Datei dann halt löschen. Ne, Desktop. Das ist, da geht er schon schnell durch jetzt, weil er das ja schon immer gemacht hat. Aber ich möchte sagen, da stand was mit 5. Ne, 16,3. Leserate. Also dann ist die silberne schneller. Okay. Dann werden wir nächste Mal mal gucken, dass wir vielleicht noch eine, vielleicht mal eine echte 512 GB bestellen und die testen, ob da wirklich 512 drin sind. Und dann gucken wir uns mal das Preis-Leistungs-Verhältnis dazu an. Würde ich sagen. So. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ihr habt gesehen, beide haben sie funktioniert. Die eine war schneller, die andere war langsamer. Es sind wirklich 512. Lasst euch dann nicht ins Boxhorn jagen, wenn da irgendwo eine Beschreibung von 500 GB steht oder wenn da Bilder mit 500 GB Karten sind oder so. Wenn oben auf dem Thumbnail von dem Produkt 512 MB steht, dann sind das auch 512 MB. Egal, was in der Beschreibung weiter unten steht oder was in den Reviews steht oder was weiß ich. Lasst euch da nicht verwirren. Ich habe jetzt auch gehofft, aber naja, nun wissen wir mal mehr. Das soll es jetzt auch dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Das hat euer Odin.